Servus, hier ist mal wieder euer ABO. Ich habe mal wieder ein kleines Unboxing-Video für euch. Ja, und was könnte es anderes sein als ein Messer? Diesmal habe ich aber nicht so einen großen Knüppel mir bestellt. Nein, ich wollte mal wieder ein Backup-Messer. Und zwar, ja, eine besondere Art von Backup-Messer. Ich habe mir mal wieder ein neues Neckknife geholt. Ja, für was sind Backup-Messer gut? Ganz einfach zu erklären. Ja, wenn ich oft draußen bin, dann habe ich so richtige Knüppel oft dabei. Für die groben Arbeiten, wie mein CDS Hispanus zum Beispiel. Und ja, für grobe Arbeiten sind die natürlich super geeignet, aber wenn es dann mal an feinere Arbeiten wie Schnitzen oder Sachen schneiden einfach geht, sind die nicht so gut geeignet. Und deswegen ist so ein Backup-Messer nie verkehrt. Und ja, Neckknives sind immer schön leicht, klein, Maße gleich dabei, wenn man sie braucht. Ja, deswegen habe ich mich eben für ein Neckknife entschieden. Ich habe im Internet ein bisschen rumgeschaut, was es wieder so gibt und habe mich für ein recht günstiges entschieden. Und zwar von Böker der Magnum-Serie. Und zwar das sogenannte Neckflash. Ja, und das packen wir doch jetzt mal gemeinsam aus. Da kommt hier in so einer ganz schlichten Box noch mit Kunststofffolie eingeschweißt. Und dann packen wir das gute Stück nochmal aus. So, Hinweiszettel braucht man nicht. Ja, und da ist das Stückchen schon. Sieht schon hier ein gummierter Griff, ziemlich freigeschnitten, was das Gewicht natürlich extrem reduziert. Kommt in einer Kunststoffscheide, ist kein Kydex, aber macht dennoch einen recht festen Eindruck. Ein Stück Schnur, damit man es sich auch schön um den Hals hängen kann. Sitzt auch extrem fest, hier ist kein Spiel. Das Schöne hier an der Scheide ist, hier oben ist eine kleine Madenschraube und da kann man dann auch noch einstellen, wie fest das Messer sitzen soll. Soll es ein bisschen lockerer sein, soll es ein bisschen fester sein. Ja, sehr, sehr viele Ösen angebracht. Also da könnte man theoretisch auch einen Gürtelclip oder ähnliches anbringen oder ein Tech-Lock-System. Ja, aber brauche ich nicht. Ich will es eben als Neckknife nutzen. Ja, holen wir das gute Ding mal raus. Oh, das sitzt wirklich extrem stramm. Ein kräftiger Zug. Also, das Madenschräubchen muss ich auf jeden Fall lockern. Ja, und so sieht die Klinge aus. Ja, Länge muss ich nochmal nachschauen, müssten so um die 6, 6,5 cm sein. Hier oben ist wieder so eine Daumenrüffelung angebracht. Also für Neckknife liegt es wirklich gut in der Hand und hat eigentlich auch einen recht großen Griff. Also ich komme mit dem kleinen Finger gerade noch so unten hin. Also es liegt richtig schön in der Hand. Ja, machen wir auch gleich mal einen Schärfetest, wie es von Werk kommt. Auf den ersten Blick macht es nicht den schärfsten Eindruck. Okay, der erste Eindruck kann täuschen. Nicht schlecht. Ich glaube, das muss ich nicht wirklich nachschärfen. Das ziehe ich nachher vielleicht nochmal ein, zweimal übers Leder drüber. Und gut ist. Hinten könnte man auch noch ein Lanyard anbringen. Vielleicht nicht verkehrt für Leute, die ein bisschen größere Hände haben als ich, dass man es vielleicht noch ein bisschen griffiger hat, aber bei mir, ich muss sagen, taugt ganz gut.
Klingenstärke an der dicksten Stelle vielleicht so 3 mm, wird nach vorne hin richtig dünn. Ja, von der Form, mir gefällt es sehr gut, deswegen habe ich es mir auch geholt. Also ich denke, damit so feine Schnitzarbeiten ist nicht schlecht. Oder auch, wenn ich öfters mal beim Angeln draußen bin, den Fisch ausnehmen, ist damit richtig schön. Das hat eine richtig schön zulaufende Spitze vorne. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es testen. Und dann gibt es von der Seite mit Sicherheit auch noch ein Feedback. Ja, das soll es schon gewesen sein. Ich zeige euch im Anschluss noch ein paar Fotos. Macht's gut und bis bald.